Hallo meine Lieben, heute erzähle ich euch, wie viel Zucker wirklich in den Produkten enthalten sind, die wir täglich zu uns nehmen. Ich habe ein bisschen recherchiert und gesehen, dass der Deutsche im Schnitt 36 Kilo Zucker zu sich nimmt. Das ist echt eine Menge. Vor allem geht es hier auch nicht nur um die Erwachsenenernährung, sondern um auch Dinge, die wir den Kindern geben. Denn die Lebensmittelindustrie nimmt auch vor allem nicht vor Kindern halt, denn Kinder sind die Zukunft der Lebensmittelindustrie und natürlich möchte man die Kinder an sich binden. Und wie geht es am besten? Na klar, mit Zucker. Von den meisten ein Produkt, welches gerne als gesund eingestuft wird, Activia, Darmflora und so weiter, und es sprüht die Fantasie nur so in den Werbeanzeigen. Was meint ihr, ich muss das mal verdecken, was meint ihr, wie viel Zucker in einem Becher Activia enthalten sind? Ja, und wir reden hier von einem Zwischensnack. 4,5 Würfelzucker in einem Becher Activia. Na dann, Prost, Mahlzeit. In Fruchtzwergen werden gerne mal den Kindern gegeben oder auch mit in die Schule gegeben. Und was meint ihr, wie viel Zucker in einem Becherchen Fruchtzwerge enthalten ist? Richtig, in einem Becher sind 2 Würfelzucker. Auf 100 Gramm kommen wir auf 4 Würfelzucker. Es geht knackig weiter mit unserem Lieblingsfrühstück. Brotaufstrich der Deutschen und aber auch wahrscheinlich international. Die Firma Ferrero hat da echt ein mega tolles Produkt entwickelt, muss man wirklich sagen. Mein Mann liebt es total. Ich habe ihm verboten, Nutella vor unserem Sohn zu essen. Wirklich, das ist schon von Anfang an bei uns so eine Regel. Du kannst machen, was du willst, aber isst kein Nutella vor dem Kleinen, weil ich möchte gar nicht erst, dass er damit anfängt. Jetzt heißt es, oh nein, wie kann sie ihm das nur verwehren? Das ist ja total herzlos. Nein, ich habe auf jeden Fall keine Lust, mit dem Kleinen ständig zum Zahnarzt zu rennen und die Bohrmaschine, den Zahnbohrer da zu sehen. Ihr Lieben, was meint ihr, wie viel Zucker in einem, auf einem Brot enthalten sind? Auf einem Brot, ja? Ich sag's euch, nämlich es sind 9 Gramm Zucker. Es entsprechen ungefähr 3 Würfelzucker. 3 Würfelzucker auf einem, ja, auf einem Stückchen Brot am Morgen. Dazu, nicht vergessen, kommt noch das Brot dazu, auch Kohlenhydrate. Meistens wird gerne Weißbrot dazu gegessen, also Insulinspiegel und bups nach oben. Und natürlich fehlt auch, darf da nicht die Butter fehlen. Manche essen sogar auch vielleicht zwei Brötchen davon. Und ja, nur mal kurz angerissen, es ist auf jeden Fall, sind 56 Gramm Zucker auf 100 enthalten. Ja, willkommen in der Diabetesfalle. Gerne für Kinder unterwegs auch in jeder Wickeltasche zu finden. Auch ich kann mich vor diesen Dingern nicht schützen. Ich habe die Dinger auch mal gekauft. Ich habe jetzt hier mal extra ein Produkt gekauft, welches augenscheinlich sehr gesund wirkt. Auf 100 Gramm sind hier 3 Würfelzucker enthalten. Also das ist auf jeden Fall auch nicht wenig. Es sind 10 Gramm. Es sind 10 Gramm Zucker auf 100 enthalten und somit 3 Würfelzucker in einem Quetschi. So, und das ist auch nur ein Zwischensnack, genau wie ein Fruchtzwerg. Ich habe hier auf dem Tisch von Hip einen Riegel. Früchtefreund, ja? Banane und Apfel, Süße nur aus Früchten. Denn hier sind 25 Gramm enthalten. Auf 25 Gramm haben wir hier 12 Gramm Zucker. Und somit sind es 4 Würfelzucker in diesem kleinen Riegel. Ja, ein mini kleiner Zwischensnack. Und dann wundert man sich, wenn das Kind das gegessen hat, dass es irgendwie aufgedreht ist oder unruhig ist oder sonst irgendwas. Okay, dann geht's weiter. Und viele von euch essen ja auch gerne mal morgens ein Müsli und wollen sich etwas Gutes tun. Und dann greifen natürlich viele gerne beim Einkaufen zu einem, ja, in der Werbung wunderbar angepriesenen Produkt, Vitalis. Der Name klingt ja schon wunderbar. Ein Lob an die Marketingabteilung, ja, Vitalis. Und dann auch noch habe ich bewusst gekauft den weniger süßen. Es gibt natürlich auch die Normalvariante, aber ich habe extra mal den weniger süßen gekauft, um euch mal zu zeigen, wie viel in dem weniger süßen enthalten ist. Ja, ich bin ja fast umgefallen. Was meint ihr, wie viel Zucker auf 100 Gramm enthalten sind? 14 Gramm Zucker. Das sind 5 Würfelzucker. Die habe ich hier mal aufgebaut. Das sind ganze 5 Würfelzucker plus dann noch der Milchzucker, der aus der Milch dazu kommt. Und das ist erst der Anfang eines Tages. Dann kommt noch dazu
dass viele vielleicht auch den normalen Müsli kaufen mit Früchten oder noch mit Schoko. Ich habe jetzt extra keinen mit Schoko gekauft, weil da sind die Werte noch katastrophaler. Hier ist alleine sind 22 Gramm Zucker enthalten, das heißt über 7 Würfel Zucker auf 100 Gramm. Na wunderbar. So, dann geht's weiter dann mit dem Mittagessen. Irgendwann mal zwischendurch gibt's vielleicht noch Nudeln mit Ketchup, ja? Manche Mütter mögen es gerne einfach, dann gibt's Nudeln mit Ketchup. Ich habe jetzt mal den von Heinz genommen. Was meint ihr, wie viel Würfelzucker in Ketchup enthalten sind? Richtig, es sind ganze 7 Würfelzucker auf 100 Gramm. 7 Stück. Hier sind die 7 aufgebaut. Macht richtig Spaß. Also als ich die Würfelzucker gekauft habe, um die hier aufzubauen, da war ich dann ständig am Zählen, um zu gucken, dass ich hier nicht zu wenig aufbaue. Hier vergleichsweise einfache Tomatensauce von Barilla, die hat auf 100 Gramm 2 Würfelzucker, ist aber auch eine Katastrophe, wie ich finde. Ja, weil da kommen noch natürlich die Nudeln dazu und Nudeln, wir wissen es ja, die lassen Insulinspiegel mal einfach so wunderbar nach oben schießen. Man ist zwar für den Moment pappensatt und dann hat man richtig Hunger nach der Mittagspause und was möchte dann der Körper haben, weil der Körper denkt, er verhungert. Richtig, dann kommen wir zum Zwischensnack in der Mittagspause, sei es in der Schule, nach der Schule oder einfach mal so zwischendurch als Belohnung, weil wir haben uns ja morgens, denken wir, gesund ernährt, ja. Dann habe ich ja auch noch Nudeln gegessen mit Tomatensauce, da werde ich doch wohl als Zwischensnack mir was Gutes gönnen. Dann nehme ich doch mal lecker Ballisto, genau. Und pro Riegel, ihr Lieben, sind es 8 Gramm Zucker. Ballisto ist auch ein Produkt, welches augenscheinlich irgendwie ja, gesund wirkt, weil das sind ja Cerealien. Eigentlich sollte draufstehen Zucker pur, denn in einem Riegel befinden sich 3 Würfelzucker. Ja, na dann herzlichen Glückwunsch. So, jetzt überlegt euch mal, ihr habt morgens vielleicht ein Activia gegessen, dann geht es weiter noch mit einem leckeren Vitalis Müsli. Zwischendurch noch in der Mittagspause ein paar Nudeln, dann noch ein Ballisto und ach, der ist ja so lecker, ein Riegel ist ja nichts. Dann vielleicht noch die Jogurette dazu. Jogurette ist auch so ein gern gekauftes Produkt, vor allem von Mädels, weil es vermittelt einem ein ja, leichtes Gefühl und hat was Frisches in sich. Natürlich sind ja auch die synthetischen Stoffe auch nicht ohne und auch hier in der Jogurette als auch in der Kinderschokolade, dieses Wort sollte alleine schon verboten werden, meiner Meinung nach, Kinderschokolade, enthält hier einfach mal pro Riegel 2 Würfelzucker, ja, 7 Gramm pro Riegel haben wir 2 ganze Würfelzucker. Probiert es mal aus, nehmt doch einfach mal einen Würfelzucker in den Mund und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ohne irgendwelche anderen Kakaozusätze oder andere synthetische Geschmacksverstärker. Alleine das ist schon echt widerlich. Weiter geht's. Zack. Wir haben dann natürlich auch noch ein bisschen Durst. Wir müssen ja auch noch was trinken neben dem ganzen Essen, ja? Und da greift vielleicht der eine oder andere zu einem augenscheinlich auch wieder gesunden Produkt von Vio, ja? Bio-Limo steht auch noch drauf, Orange, ja? Und kaum guckt man auf die Zutatenliste, auf die Nährwerttabelle und schwuppdiwupp, ja, wo ist das denn? Wo habe ich die Liste? Was meinst du, wie viel Zucker darin enthalten sind? Ja, genau, ratet mal, es sind 6 Würfelzucker, die habe ich hier auch aufgebaut. Es sind ganze, schaut euch das mal alleine in meiner Hand an, ja? Es sind 6 ganze Würfelzucker in nur dieser einen Flasche enthalten. Man trinkt ja natürlich nicht diese Flasche verdünnt mit Wasser oder sowas. Ja, die trinkt man einfach mal so kurz zwischendurch, schwupp, in der Mittagspause weg zu dem anderen Kram, den man vielleicht so gegessen hat, ja? Das sind 6 Würfelzucker, Leute. Das ist echt, dieses Produkt, das sollte eigentlich verboten werden. Ich bin entsetzt. Weiter geht's mit dem schönen hohen C. Ja, das hohe C, das kennt ja jeder, hohes C, reich an natürlichem Vitamin C. Ja, ich habe jetzt extra mal den gekauft mit milder Orange. Nächste Woche haben wir einen Geburtstag, da kann ich das vielleicht irgendwo auf den Tisch noch stellen. Auf 100 ml sind alleine hier auch wieder 3 Würfelzucker enthalten. Ja? Wenn man bedenkt, dass das ja nicht das Einzige ist, was man so zu sich nimmt, das ist ja nur ein Getränk durchlaufender Posten. So, kommen wir zum nächsten. Von Volvic, ja. Volvic, eine durchsichtige Flasche mit dem Geschmack
Limetten-, Gurken- und Minzgeschmack macht natürlich einen absolut mega healthy, gesunden Eindruck. Die Dinger habe ich gesehen auch mit Pink irgendwie in Kirsche, Waldbeeren, keine Ahnung was, Himbeers-Flavor. Die gibt es in allen Variationen und Geschmacksrichtungen. Wunderbar. Auch hier wieder ganz toll gemacht, liebe Marketingabteilung. Aber mich könnt ihr damit nicht veräppeln. Wisst ihr, wie viel Würfelzucker, ihr Süßen, auf ein Glas von diesem Getränk fallen? Ich muss hier mal kurz meine beiden Hände dazu nehmen, damit ich die Würfelzucker aufnehmen kann. Ja. Es sind 7,5 Gramm auf 250 ml, ja, auf ein Glas von diesem Getränk. Bam! Ganze 6 Würfelzucker auf einem Glas von diesem Volvic, von dieser Volvic-Schande. Ja? Ich muss ja viel trinken. Man hat ja gesagt, man soll 2 Liter am Tag trinken. Und dann ballert sich diesejenige Person die ganze Flasche rein. Die ganze Flasche, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann sind ja auf 1,5 Liter 45 Gramm Zucker enthalten. Okay, es geht weiter wieder mit der Kinderabteilung. Ich habe hier ein Trinkbäckchen. Enthalten sind 200 ml. Auf ein Päckchen kommen auch hier wieder 3 Würfelzucker. So, das ist jetzt einfach nur ein Durchschnitt von allen möglichen Werten, von Produkten, die viele gerne einfach kaufen. So Tomatensauce oder so Müsli hat jeder mal zu Hause. Jeder greift mal zu solchen Flaschen. Und wir haben natürlich auch noch die Coca-Cola. Die Cola hat 12 Würfelzucker auf eine Dose. Ja, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Auch dieses Produkt sollte meiner Meinung nach komplett verboten werden, ja. Wenn man dann noch bedenkt, dass der Durchschnittsdeutsche morgens auch noch Käse und Wurst sich aufs Brot packt, vielleicht noch Remoulade drunter, dann noch irgendwelche Zwischensnacks und so weiter und dann vielleicht noch keinen Sport treibt, dann kann man davon sicher gehen, dass diese Person leider Gottes in die absolute Diabetesfalle laufen, metabolisches Syndrom, irgendwann mal einen Schlaganfall entgegenwinken und keine Ahnung was. Also alles brutale Ideen der Lebensmittelindustrie und den meisten ist es gar nicht bewusst. Jeder meint dann vielleicht, ah, ich muss mir mal was Gutes tun, ich muss mich ein bisschen ausruhen, die Arbeit war anstrengend, ich gönne mir mal hier einen Riegel, da nochmal ein paar Chips oder mal ein Stückchen Kuchen oder war keine Ahnung was. Gegen ein Stück Kuchen ist nichts einzuwenden, gegen einen Riegel. Schokolade ist auch nichts einzuwenden, wenn der Ausgleich gegeben ist. Okay, ihr Süßen, ich hoffe, dieses Video hat euch jetzt ein bisschen, ja, vielleicht den meisten da draußen vielleicht mal kurz die Augen geöffnet, vor allem was die Kinderprodukte angehen, weil ich finde sie total brutal. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann, ihr Lieben, abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Lasst mir einen Daumen hoch da und macht's gut, wo immer ihr auch gerade seid. Muah.